eure Jaylina. Hoffentlich geht es euch gut. In diesem neuen Video wollen wir einen richtig coolen Schmetterling mit Origami-Papier falten. Mein erstes Video war ja auch mit Origami-Papier falten. Und weil das schon so lange her ist, habe ich mir mal gedacht, das machen wir heute wieder. Und zwar wird es ein super schöner Schmetterling. Es ist wirklich auch als super Sommerdeko geeignet. Viel Spaß beim Video. Und dafür braucht ihr einmal ein buntes Tonpapier. Ich habe jetzt so einen Regenbogen mit Regenbogenfarben. Richtig schön. Könnt ihr natürlich selbst entscheiden, welche Farbe ihr da nehmt. Gerne auch mit Muster, wenn ihr wollt. Eine Schere. Und noch ein Pfeifenreiniger. Ihr könnt da die Farbe nehmen, die ihr wollt. Aber ich fand jetzt weiß sehr, sehr schön, weil das passt dann am besten auch zu diesem bunten. Genau. Und dann können wir auch schon loslegen mit dem coolen DIY. Viel Spaß! Reiniger könnt ihr zum Beispiel im Rossmann oder im Bastelladen finden. Und bei dem Origami-Papier gibt es natürlich verschiedene Größen. Und ich habe jetzt hier so ein etwas größeres genommen. Aber das könnt ihr natürlich auch wieder selbst entscheiden. Okay, und dann geht's auch schon los. Und jetzt könnt ihr erstmal die Schere und den Pfeifenreiniger wegtun. Und kommen wir jetzt zum Schmetterling. Also ihr legt das Blatt erstmal vor euch und jetzt faltet ihr die Seite des Papiers zur anderen. Macht es am besten schon ordentlich, damit der Schmetterling noch schön wird, und dann müsst ihr es gut feststreichen. Nun klappen wir es wieder auf. Und jetzt könnt ihr hier die Linie sehen. Und zu der müssen wir jetzt beide Seiten des Papiers falten. Also bis zu der Linie und das auf beiden Seiten. Der anderen Seite noch. So, und jetzt habe ich so wie ein Hemd gefaltet. Also ich habe mir hier die Ecke genommen und die einfach so zu einem Dreieck nach links gefalten. Und das auf beiden Seiten. Also es sieht dann so aus wie ein kleines Hemd, wenn man genau drauf guckt. Und jetzt geht es auch schon weiter. Jetzt fahre ich mal um, damit ihr es besser sehen könnt. Also unten ist jetzt noch gerade. Und ja, wir müssen einfach hier wieder das nehmen. Und so wieder wie da oben auch zu so einem Dreieck falten. Das dann so aussieht. Ich zeige es euch gleich nochmal genauer. Ich falte jetzt erstmal schön. Und ja, genau. Schön ordentlich. Und wieder feststreichen. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Und jetzt kommt nur noch ein letzter Schritt und den zeige ich euch jetzt auch. Nun sieht es so aus. Und jetzt kennt ihr es bestimmt natürlich, wenn ihr einen Fächer bastelt, dann muss man die ja auch immer so falten einmal und dann wieder umdrehen, falten und so weiter. Und das gleiche müsst ihr jetzt hier auch machen. Also wir fangen hier unten an, falten das einfach so ein bisschen hier. Also so, dass es dann so aussieht, wie ihr sehen könnt. Und das drehen wir jetzt um. Und wir falten es jetzt bis ganz nach oben. Also alles falten bis ganz nach oben, genau. Und immer falten, drehen und so weiter. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Es sieht jetzt noch nicht richtig wie ein Schmetterling aus. Aber bald. Und zwar müssen wir jetzt uns... Also jetzt kommt der Pfeifenreiniger zum Einsatz. Und auch unsere Schere. Wir schneiden jetzt einfach mal ein kurzes Stück von dem Pfeifenreiniger zu mit der Schere. Ungefähr so. Genau, das können wir zur Seite legen. Und ja, jetzt halten wir es in der Mitte zusammen. So. Und wir knoten es jetzt einfach hier mit dem Pfeifenreiniger fest. Also indem wir einfach hier mal einen Knoten machen. Also am besten muss der Knoten oben sein, damit wir dann noch hier kleinen Details hinzufügen können. Das erkläre ich euch gleich noch. Genau. Und wir können es auch ein bisschen so ausbreiten, damit es noch ein bisschen mehr nach dem echten Schmetterling aussieht. So. Und jetzt da oben schneide ich jetzt erstmal gleich lang, damit es auch richtig schön aussieht, dann am Ende. Und gleichmäßig natürlich.
Und jetzt machen wir uns einfach da so kleine, Details noch rein. Ich mach's mal und dann zeige ich's euch. Und dann ist der Schmetterling auch schon fertig. Ist eigentlich wunderschön geworden. Also es ist wirklich eine super Deko. Ihr könnt es in euer Zimmer hängen und zum Beispiel auch an eure Tür, an Schnur und dann irgendwo befestigen. Also es ist wirklich eine super süße Deko. Also müsst ihr unbedingt nachmachen und lasst schon mal einen Daumen nach oben da. Mein süßer Schmetterling ist auch schon fertig. Mega süß. Also er ist wirklich super gut geeignet, auch als Deko für euer Zimmer. Und es ist wirklich eine gute Deko auch für den Sommer und natürlich für den Frühling. Genau, und hoffentlich hat es euch das Video gefallen. Natürlich sehr gerne meinen Kanal, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und vergesst auch nicht, die Glocke zu klicken, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich ein neues Video hochlade. Viel Spaß noch beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal bei Jelena.